ist der? 2 Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Herzlich willkommen zurück zu Absturz zockt Horizon Zero Dawn. Wir sind hier noch, naja, so ein bisschen beim Kämpfen. Und geil, ich habe nämlich gerade herausgefunden, wie man Nahkampfangriffe macht. Und ja, wie gesagt, entschuldigt den Talk Pause. Dein Speer kann mit R1 Maschinenrüstungen abschlagen. Probiere es an den Trainingsattrappen aus. Gerne. Hier kann man also schnell speichern. Mach mal. So, Schnellspeicherung gemacht. Und jetzt probieren wir das mal. Bams. Bams, okay, läuft. Funktioniert perfekt. Naja, nicht ganz perfekt. Aber wenn das perfekt funktionieren würde, wäre ich nicht der Rob, dann wären wir nicht Absturzzockt Let's Play. Denn wenn bei uns mal was perfekt läuft, dann machen wir uns Sorgen. So, ich sammle wieder Reinholzmesner. Können wir mal einen Hashtag draus machen? Hashtag Reinholzmesner. So, nehmen wir uns alles mit, können wir uns bestimmt ein paar Pfeile herstellen. Und dann schauen wir mal aufs Touchpad. So, da ist unsere Karte. Und wir haben Fertigkeiten 3. Herstellen 1, Waffe modifizieren. Modifizieren. Dieser leichte Bogen lässt sich schnell nachladen, abfeuern, ist aber wenig stark. Okay. So. Und da könnten wir jetzt irgendwas ausrüsten. Platzauswahl nicht möglich, keine Modifikation. Oh, okay, okay. Gut, okay. So, Fertigkeiten. Also, wir nehmen mal 3 Stück Hammer. Was könnte man, das ist so viel, ne? Jägerreflexe, stille Landung. Okay, also passt auf. Der Gegner am Boden. Leichte Speerangriffe schlagen. Okay, also dadurch wir das gerade hatten, nehme ich das. Schnellere Heilung. Immer gut. Und dann nehmen wir hier noch eins. Das ist ja mal top. Aber stiller Schlag ist natürlich auch geil. Nehmen wir erstmal das. So. Super. Und dann haben wir jetzt auch hier unseren Wegpunkt markiert. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Wohin ist Rust gegangen? Ich hoffe, ihm ist nichts passiert, denn er ist ja Eloys Vater und der Einzige, den sie hat als Ausgestoßener. Was macht er hier oben? Da ist er. Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Assassin's Creed lässt grüßen. Aloy, du bist hier. Wir fragen mal, ob alles in Ordnung ist. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Okay. Wir fragen mal, ob noch was ist. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst.
Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Gut, also... Kauzige Krater. Rede mit Karst. Falsche um eine Stolperfalle. Sammle Lohe von Läufern. Und sammle Metallscherben von Maschinen. Ja, nur wenn das weiter nichts ist, ne? Können wir jetzt hier eigentlich wieder runterklettern, weil wir sind ja auch hier hochgeklettert. Ah ne, wir können hier das Seil benutzen, denke ich mal. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Okay. Wir hätten das Seil nehmen müssen. Ach, aber wie? Aloy? Aloy, du kannst doch eigentlich klettern. Gut, also es geht eben doch nicht wie bei Assassin's Creed. Müssen teilweise ein bisschen laufen. Zur Kante fallen lassen. Aha, jetzt funktioniert's also. Aber die geht nicht an das Seil. Okay. Jetzt. Das ist schon ein bisschen tricky. Also ihr merkt, ich lerne auch noch. Der liebe gute Rob bereitet sich eben auch erstmal aufs Klettern vor. Um eben zu sehen, wie diese Elemente von Assassin's Creed hier wirken. Okay, da lang geht's nicht. So, aber wunderbar, schön. Läuft ja fast perfekt. Und da sind wir wieder oben. Und jetzt, wie gesagt, jetzt würde ich gerne... Jawohl, ja! Also mit der X-Taste. So, drücke, um die Karte zu öffnen. Schön. Da ist ein Zwischenspeicherpunkt. Setzen wir uns mal den Wegpunkt dort. Aber geil gemacht, ne? Ich meine, schaut euch hier mal um. So, dann speichern wir schnell. Das Becken. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. 2 Tage. 2 Tage, bis ich Antworten bekomme. 2 Tage. Dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Okay, wir suchen uns mal eine Herde. Ich würde sagen, wir gehen mal auf den Aussichtsturm. Oder auch nicht, der wird bewacht. Was will sie hier? Mutterherz. Noch 2 Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Ja, dass Aloy etwas einsam war, kann ich verstehen. Also, Mutterherz nach rechts, Mutters Wacht nach links. Kommen von rechts. Kann man nichts machen, gut. Ja, dann gehen wir mal hier hinter. Gehen wir mal Richtung Mutters Wacht. Haha, ich kann's noch. So, ich muss eine Herde finden. Ich muss Teile für Scherben finden. Und da hinten ist ein Wächter. Und das haben wir ja gelernt als kleine Aloy.
So. Gut. Brauche ich meinen Weg zum Ranschleichen? Okay, der kommt in meine Richtung. Ja, der ist auf irgendwas aufmerksam geworden. Vielleicht auch nicht so der optimale Weg, den ich hier laufe. Ich versuche mich mal jetzt hier ins hohe Gras zu schlagen. Das war ja genial. Ich kann's noch, ich kann's noch. So, alles. Wir nehmen alles, wir brauchen die Teile. So, Metallscherben haben wir jetzt 5 von 5. Und jetzt sammle Lohe von Läufern. Okay, Läufer waren diese Pferdeähnlichen. So, können wir jetzt eigentlich irgendwas modifizieren? Nein, wir haben nur herstellen. Okay. Okay, wird noch nicht erkannt. Aber das sind Läufer da hinten, definitiv. So. Ich weiß auch nicht, ob die noch einen Wächter dabei haben. Ich habe ein Lagerfeuer entdeckt zum Zwischenspeichern. So, immer Augen aufhalten. Willst du nicht helfen? Was? Bitte! Auf ein Wort! Wer, wo, Bitte! was? Niemand sonst hilft mir. Ich bin verletzt. Du musst mir helfen. Seht ihr hier einen Ich muss Verletzten? mit dir reden. Ah. Bitte, du musst mir helfen. Ja, ist ja gut. Bitte. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Du weißt schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Ja, und da war die Aufnahme kurz weg, beziehungsweise der Timer für 15 Minuten abgelaufen. ja, wir machen noch, ich würde sagen, wir machen noch ein paar Minuten. Wir brauchen ja immer noch die dreimal Lohe von Läufern. So, kurz schauen.
Da hinten ist ein Läufer. Wir gehen mal schnell zu dem Feuer. Machen eine kurze Zwischenspeicherung und dann versuchen wir mal, ob das Jagen noch funktioniert. So. Ein paar Heilkräuter mitnehmen. Und aufpassen, dass wir von niemandem entdeckt werden. So, Fleisch sollten wir ja auch noch mitnehmen. Da oben ist ein Wächter und hier hinten sind ein paar Läufer. Okay, also das Jagen, ich muss echt sagen, das ist so geil gemacht. So, okay. Wir müssen erstmal die Wächter ausschalten. Das haben wir ja gelernt vom Roost. Beziehungsweise vom Rost. So, ich habe was ganz in der Nähe, habe ich gerade gehört. Okay, jetzt ärgert mich das Ganze wegen den Fähigkeitenpunkt, dass ich was anlocken kann. Das hätte ich jetzt gebrauchen können. So, da ist der Wächter. So, wo läuft er lang? Er läuft dann dort am Gras vorbei. Okay. Kommt er in meine Richtung? Er schaut auf jeden Fall in meine Richtung. Leute, das Spiel ist so geil. Es ist so tricky. Man muss hier wirklich alles versuchen, alles riskieren. Und es ist nicht einfach. So, ich werde mir den Wächter jetzt holen. Oh, da ist noch einer. Hätten wir Fleisch, aber ich kann jetzt nicht das Fleisch jagen, solange die Wächter hier sind. Dort wäre ein Läufer. Und da wissen wir ja die Metallplatte auf dem Rücken, ne? Da, genau das gelbe Ding. Na, jetzt wenn er sich so duckt, könnte ich es ja mal zerschießen. Probieren wir es einfach mal. So ein zweiter Schwachpunkt war das Auge. Erledigt. Das klappt. So, wir schnappen uns alles. Der hat mich gesehen. Okay, ich lasse ihn mal herkommen. Oh, das ist so gut, dass ich Assassin's Creed gesuchtet habe.
Mist, die flüchten, die haben was gesehen. Okay, was ist hier los? Ach, verdammt. Alter, du Schwein. Hey. So. Müssen wieder in Deckung gehen. Gut, meine Freunde, ich werde jetzt noch mal zum Lagerfeuer gehen und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir brauchen noch zweimal Lohe. Und dann müssen wir auch noch die Stolperfalle finden. Ah, ich muss jetzt erstmal an der Herde dranbleiben. Also. Tschü mit Ü. Tschö mit Ö. Ciao mit V. Ich finde das Spiel so geil. Ich kann gar nicht aufhören. Aber ich muss leider, denn die Aufnahme ist ja sonst wieder zu lang. Und dann gibt's wieder... Ach, die Folgen sind zu lang. Die kann ich mir nicht alle anschauen. Ihr wisst ja, ihr wisst ja, ihr wisst ja. So, dann suchen wir uns noch kurz das Lagerfeuer. Oh, ja, da drüben sind noch ein paar Wächter. Ich denke mal, das war hier hinten. Auf jeden Fall, ich mache mich auf die Suche und ich wünsche euch einen schönen Tag, ja? Also reingehauen, bis morgen, freue mich.